Eindrucksvoll ist der FC Bayern München zum Meistertitel in der Fußball-Bundesliga geeilt. Für Routinier Franck Ribéry war es bereits die 8. Meisterschale in seiner Zeit in München. Im DFB-Pokal soll nun der nächste Titel folgen. Allerdings hat der Offensivstar nach der langen Saison das Spiel gegen Eintracht Frankfurt noch nicht direkt im Kopf gehabt. Jupp Heynckes D.Rett hat darüber noch nicht so viel zu uns gesprochen. Wir wollten nun erstmal die Meisterschaft zusammen feiern, erklärte der Franzose gegenüber der Bild, das muss auch mal sein. Größer als die Show, der FC Bayern feiert die Meisterschaft 2017-18. Am letzten Spieltag durfte der FC Bayern trotz einer 1:4 Klatsche im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zum 28. Mal die Schale in die Luft stemmen. Nach einem freien Sonntag und Montag geht es am Dienstag allerdings für Ribéry und Co. wieder auf den Trainingsplatz, da bereiten wir uns gut auf Frankfurt vor. Die Stärke des FC Bayern liege letztlich vor allem in der Erfahrung im Kader. Der 35-Jährige sicher, wir wissen alle, was es bedeutet, im Pokalfinale zu stehen. Die ganze Saison haben wir im Pokal gekämpft, daher wollen wir den Pokal nun auch holen. Zusätzliche Motivation sei es, das Double für den scheidenden Trainer Jupp Heynckes zu gewinnen. Er ist so ein großer Trainer. Seit Oktober hat er einen super Job gemacht, da wollen wir das letzte Spiel auch noch für ihn gewinnen, so Ribéry weiter.